Okay, mit ihm können wir nicht reden. Dann würde ich mal probieren, an den Campus zu gehen. Bitte lasst es jetzt enden, das Kapitel. Bitte, bitte, bitte. Gott sei es gedankt. Hi. Hi, Sam. Hey. Was gibt's? Dr. Stiles hat das heutige Experiment vorverlegt. Es geht schon um 3 Uhr heute Nachmittag los. Schafft ihr das alle? Ich hab Zeit. Ich habe eine Vorlesung, aber die kann ich sausen lassen. Charles? Mitgefangen, mitgehangen, sagt meine Mutter immer. Ich kann kommen. Ich treffe mich später mit Harvey. Soll ich ihm Bescheid sagen? Ja, danke. Was ist mit Helena? Oh, ich hab schon mit ihr geredet. Sie kann auch. Bis später, Leute. Tschüss, Sam. Bis dann. Ja, bis dann. Eine Liege ist leer. Scheinbar ist es zu viel verlangt, sie alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu haben. Wo ist Helena? Oh, sie hat es nicht geschafft. Wegen der Zeitänderung und so. Es wäre schön gewesen, das ein paar Stunden früher zu erfahren. Ich habe heute ein wunderschönes Gedicht an der Uni gehört. Vielleicht mögt ihr es auch? Gold ist das erste Grün der Fluren, vergänglichste der frühen Morgenspuren. Die ersten Blätter sind wie zarte Blüten. Ihr Glanz lässt sich Sekunden nur behüten. Bald folgen 1000 Blätter wie mit einem Schlage. Die Dämmerung vergeht und wird zum Tage. Sam, du weißt bestimmt, wie es weitergeht. Schließlich studierst du Literatur. Und Frost wird oft im ersten Semester behandelt. Klar, Robert Frost ist mir natürlich ein Begriff. Ein bisschen zu blumig für meinen Geschmack. Dann sprich doch das Gedicht für uns zu Ende. Du kennst es doch, oder? Gold ist das erste Grün der Fluren. Vergänglichste der frühen Morgenspuren. Die ersten Blätter sind wie zarte Blüten. Ihr Glanz lässt sich Sekunden nur behüten. Bald folgen 1000 Blätter wie mit einem Schlage. Die Dämmerung vergeht und wird zum Tage. So sank das Paradies aus Lust in Trauer. Nichts Goldenes bleibt. Nichts ist von Dauer. Das würde meiner Mutter gefallen. Ich denke, wir haben uns lange genug an Robert Frost ergötzt. Fangen wir an. Die blonde Body Angela mit diesem... Das werden wir heute visualisieren. Mit diesem komischen Vater da. Wow. Bild. Die sah jetzt nämlich auch sehr creepy aus. Gute Nacht. Eddie? Sam hier. Ist auf der Laufbahn heute irgendwas passiert? Also nichts. Alles klar, vielen Dank. Bis bald. Spiel, Satz und Sieg, Mephistopheles. Tut mir ja so leid. Hier passiert doch irgendwas. Hä, was? Was passiert jetzt hier? Hä? Das muss doch garantiert nicht so, oder?
Ja, das ist ja das. Man hat auch keine Tonspur läuft. Alter, dieses Spiel. Ich will jetzt hier aber ohne Schlicken, ne, dass hier noch irgendwie. Dass das irgendwie. Ach, das Klatschen haben wir, okay. Aber wo war denn jetzt der Zwischenfall? Das sah doch eher aus wie wieder in der Sporthalle. Bis dann, gute Nacht. Also ich würde wirklich sagen, wir machen jetzt anhand der Stichpunkte weiter. Weil das wird mir so langsam echt zu. Tut mir langsam echt zu blöd, ja. Ich meine, es gibt immer wieder Stellen und Sequenzen. Zum Beispiel dieses Gedicht, das war ja richtig geil. Wo ihn das Spiel auch abholt. Und dass man auch wissen will, wie es ausgeht. Wie das alles aufgeklärt wird. Ich meine. Aber wo ist das? Immer mit der Ruhe, Harvey. Was genau ist passiert? Und das war im Speisesaal von St. Edmund Hall? Gut, ich kümmere mich darum. Aber im Speisesaal sollte nie ein Experiment sein. Samantha? Samantha! Sam ist nicht hier. Sie hat gesagt, dass sie nach London fährt. Sie meinte, es würde nicht spät werden. Worum geht es? Verdammt nochmal, warum ist diese Hilfskraft nie da, wenn man sie braucht? David, was ist los? Ich werde wohl nach Oxford fahren müssen. Verdammt! Sind Sie sicher, dass Sie... Rufen Sie den Fahrer an. Sagen Sie ihm, er soll sich beeilen. So, ich gehe aber mal ganz fix auf UI-Lette. Und wie gesagt, ich würde es dann mit den Stichpunkten hier fertig spielen, dass wir es heute noch durchkriegen. Weil, irgendwie habe ich keinen Bock mehr, mich hier durchzurätseln und dann stehst du am Ende wieder da und suchst Nadel im Heuhaufen, weil du nicht weißt, was könnte hier noch irgendwo gefehlt haben. Weil wenn du Bock hast zu rätseln, dann schreibst jetzt, dass ich von Toilette wieder da bin, dann können wir ohne Lösung spielen, aber ansonsten. Weil so langsam nervt es mich einfach nur noch. Und da würde ich lieber dann am Sonntag schon mal ein bisschen in das Spiel mit dem Fuchs reingucken.
Okay. Also ich hatte bei den Steam-Reviews eins gelesen, da hatte einer geschrieben, dass das Spiel zum Ende hin so ziemlich zusammenhanglos wird oder so und dass das wohl seiner Meinung nach zurückzuführen ist, dass bei den Entwicklern es da wohl persönliche oder strukturelle Probleme gegeben hat. Keine Ahnung, ob das jetzt von ihm einfach nur Spekulation war oder ob da wirklich irgendwas gewesen ist, dass beim Entwickler da super Programmierer, wo sind jetzt meine Maus hin? Ach ja. Vielleicht abgesprungen sind, keine Ahnung. Könnte man ja recherchieren. Mal so in einer freien Minute. Aber das würde wie sowas gerade eben doch bestätigen, dass du hier eine Sequenz gleich doppelt hast. Also das ist ja wirklich das. Ich weiß es nicht. Bei solchen Sequenzen frage ich mich jedes Mal, hat das ein Entwickler oder keine Ahnung wer von Anfang bis Ende mal durchgespielt? Dann muss doch sowas auffallen und dann muss man doch mal. Professor Stiles, was für eine Freude, Sie zu sehen, Sir. Ganz meinerseits, Charles. Gut sehen Sie aus. Danke, Sir. Ich war fassungslos, als ich von Ihrem Unfall gehört habe. Ja. Also, ich wollte gerade kurz in der Cafeteria vorbeischauen. Wie Sie meinen, Sir. Ja, im Normalfall schon. Gut, das hat sich wohl mittlerweile auch ein bisschen geändert. Aber gerade bei Adventures müsste man das ja eigentlich annehmen können. Also im Zuge so von diesen ganzen Early Access Sachen, wo halt Spiele rauskommen, die noch in der Entwicklung sind, dann geben das die Entwickler oft mal so an den ganz stinknormalen Spieler weiter, dass man als Spieler dann Bugs meldet oder so. Nur ist gerade bei Adventures, da müsste eigentlich die Story stehen, dort müsste die Handlung, also, ist ja Story. Aber halt das ganze Gameplay müsste ja eigentlich schon stehen. Du kannst ja dann nicht einfach dann als Entwickler reingehen und sagen, ach, das machen wir jetzt anders und das machen wir jetzt anders, was ja bei Strategiespielen, bei Survival-Spielen, bei was weiß ich nicht, geht das ja alles. Wo du halt irgendwelche Erweiterungen dazu klatschen kannst, aber das kannst du ja bei einem Adventure, was eine stringente Story hat, kannst du das ja nicht einfach. Von daher denke ich mal, müsste es da Testspieler gegeben haben. Also da bin ich echt gespannt. Weil sowas kriegt man ja dann im Abspann bestimmt zu sehen, wie viele Leute da involviert waren und ob es da auch Testpersonal gab. Geht in der Lobby ganz nach rechts in den Speisesaal. Mein Gott, hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen.